Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing und das ist Endless Space 2 im Early Access. Ich wurde gefragt, was ist denn der Sandbox-Modus? Und zu finden ist das Ganze, wenn ihr jetzt ein neues Spiel starten solltet, unter dem Schwierigkeitsgrad. Und wir haben den Endless-Modus, den Impossible, Serious, Hard, Normal, Easy, Sandbox. Und Sandbox ist einfach sowas wie ein God-Mode. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Und wir spielen im Moment im normalen Modus, glaube ich, normal oder hart. Und da ist das schon ein bisschen herausfordernd, aber auch nicht so sehr. Aber es ist schon halt so, wie es ja, gedacht ist zu spielen. Und Sandbox-Modus ist halt das andere Ende. Hier ist der Endless oder Impossible und hier ist der Sandbox-Modus. Und ja, ist wie ein God-Mode so vergleichbar. Ungefähr. Wir möchten aber in unser normales Spiel springen. Wo ist denn das letzte? Second, glaube ich, war es. Ja, der Second Spielstand. Wir spielen die Sophons und die sind ziemlich cool designt. Wenn das bei jeder Rasse so ist, bin ich wirklich sehr beeindruckt. Wir hatten ein paar Hochs, wir hatten ziemlich viele Downs. In unserem Spiel hier. Und wir schauen uns mal eben unseren aktuellen Stand an. Haben wir irgendwelche Flotten außerhalb? Naja, nicht wirklich. So, hier haben wir eine Flotte und zwar eine ganz kleine nur. Und wir brauchen ziemlich viel Kohle, um unsere Schiffe zu reparieren. Die Kohle habe ich irgendwie nicht. So gar nicht. Ah, die haben wenigstens ein bisschen Angriff, aber was soll ich euch sagen, liebe Freunde? Ich brauche Planeten zum Besiedeln. Wir wollten eigentlich ja... Was ist jetzt los? Wir wollten eigentlich hier nach unten und die platt machen, aber irgendwie ist das gerade abgesagt. Was haben wir hier? Bunker sind wir am Erforschen und hier die Akademie. So, wie ich denke mal, der Detektor, den benötigen wir gerade nicht, obwohl ich mal nachschauen möchte, was da unten los ist. Flieg mal dahin. Dann haben wir jetzt noch hier am Rumchillen, der überspringt mal die Runde. Und dann haben wir noch hier den Inkubator, der muss auch erstmal hier bleiben. Können wir den nicht wieder hier zurück irgendwie disband, zack. Dann schläft er ein bisschen. So, hier haben wir noch ein Angriffsschiff. Das ziehen wir nach da oben, denke ich. So, Create. Na, flieg mal dahin, Kollege. Kollege Schnürschuh. So. Ansonsten, Technologie ist am Erforschen. Was haben wir hier? Score sind wir recht mittelprächtig am Start. Die Militaristen haben die Macht an sich gerissen. Ein neues Gesetz können wir auch nicht auf den Weg bringen. Election Day ist auch erstmal nicht in Sicht. Handel gibt's nicht. Technologien laufen durch. Militärstatus ist schlecht. Hier haben wir unsere Helden. Der eine sitzt im Schiff. Haben wir da eigentlich Punkte, die wir vergeben können? Skillpunkte? Nö. So, unsere Quests sind im Moment leider ja, etwas in den Hintergrund geraten. Diplomatisch sind wir gerade in sind wir gerade vom Krieg in den, in Anführungsstrichen, Frieden mit den Freunden Cravers bzw. Lipa. Können wir hier machen. Wäre es mit sowas wie Handel? Ach ja, Handel wäre schön.
So, wir haben Construction is complete und Research is complete. Wir haben neue Schiffe. Ich bin mal gespannt, was wir da herstellen können. So, den Smasher. 193. Wow. Ah, der ist ja ganz schön aggro. Wie lange braucht der denn? 6 Runden nur. Puh, das pusht natürlich unsere Flotte enorm. Wollen wir den nochmal herstellen, ne? Haben wir hier was? Ne, können wir immer noch nicht besiedeln. Hollow Planet. Wie können wir den denn besiedeln? Missing Portable Fusion Systems oder Ultra Deep Habitats? Aber ich möchte eigentlich gerne den hier besiedeln. Weil der hat gute Werte in Food und Produktion, ist okay. Vielleicht hier irgendwas Sinnvolleres dabei. Oh, ja, gut, das ist der, den wir schon haben. Der hat kein Food. Also nochmal, wir brauchen Technologie und zwar Portable Fusion oder Ultra Deep Habitats. Ich spreche das jetzt nicht alles korrekt aus, ist etwas zu aufwendig. Wo finden wir das denn hier mit Fusion und Ultra Deep? Portable Fusion ist hier. Ultra Deep. Ach, das ist erst da hinten. Würde ich vorschlagen, machen wir doch das mal eben. 4 Runden ist okay. Dann besiedeln wir den hier. Das ist auch relativ mein Favorit. Anomalie. Plus 1 Population, plus 1 Dust und plus 1 das hier. Keyword Resource Science. So. Wir brauchen noch 4 Runden. Hier sind wir safe. Hier sind wir safe. Habe ich Kohle, um irgendein Schiff zu reparieren? Wie viele Punkte hat der denn noch? Experience 133. Die hat nur noch einen Punkt. Den zu reparieren. Oh. Ups. Okay. Er hat es repariert. Haben repariert. Oh, Mist. Wir haben keine Kohle mehr. Oh, das war's. Wir sind platt. Ach, nö. Ich mich jetzt einfach nur verklickt. Kann ich irgendwie die Steuern anheben. Ich bräuchte mal eben Geld. Ich bräuchte ganz plus 20 und per Trading Company. Ich habe keine plus 50 per Enemy Ship Destroyed during Battle. Plus 20 on Systems. Das brauche ich. Die muss ich mal eben in eben umsetzen hier. Kann ich das irgendwie... Ja. Irgendwas davon muss ich ab... Fleet Cost. Machen wir das mal weg. Und holen uns dafür das hier. Ich hoffe, wir geraten nicht zu sehr ins Minus. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie wir da rauskommen. Das haben wir uns echt selbst eingebrockt hier. Upkeep. 13, 11. Flottenliste. Okay. Aber das ist ja nicht alles, was uns hier den Minus... Diplomatic Tribute, das macht uns... Ah, genau. Das setzt uns so zu. Können wir das irgendwie absagen? Kommen wir irgendwie aus diesem Scheiß wieder raus? Wie lange laufen denn hier unsere... Hm.
Ach, ich will nicht. Fleet Movement. Ist da irgendwas am Start? Ist das hier? Oh, nichts Spannendes. Könnten wir angreifen in der nächsten Runde. Ich zieh meine Flotte mal wieder weg. Oder gehen wir dahin? Gehen wir mal dahin. 4 Runden, okay. Okay. Der die Runde jetzt nicht. Budget Cuts. Wie kann ich das denn jetzt korrigieren? Ich würde gerne ein paar Sachen verkaufen, das wär's. Sonst komme ich nicht mehr ins Plus. Kommt Leute, gib mir Kohle. Ich brauche Kohle. Das machen sie nicht. Was ist denn mit 50? Ja, auch 50 werde ich wohl nicht kriegen. Ja. Okay, so werde ich das wohl nicht hinbekommen. Ich muss Sachen verkaufen, bitte. Ja. Ich komme nicht höher, weil ich diese Verträge noch am Laufen habe. Minus 27. Was jetzt hier mit den beiden passiert? Upkeep. Haben die sich jetzt aufgelöst? Wo ist er hin? Haut er ab oder was? Oh Mann. Inkubator. Upkeep. 54 verdienen wir. Aber ich kann die jetzt nicht. Ja, ich kann die nicht einfach wegmachen. Die irgendwie auch nicht. Wo sind meine Heroes? Wo ist er hin? Könnte ihm natürlich ein System zuordnen. Es ist auch keinem System zugeordnet. Einfach weil ich nicht die Kohle dafür habe. Nächste Runde. Ja, die Warnung war eindeutig. Oh, wir sind wieder im Plus. Warum? Die schalten halt jetzt nach und nach unsere Systeme hier ab.
Wir sind pleite, meine Freunde, und das wird wahrscheinlich unser Untergang sein. Nicht, dass wir irgendwie vernichtet werden, sondern nein, wir sind einfach pleite. Wir kommen aus der Sache hier nicht mehr raus. Ich werde das hier mal absagen. Ich kann es ja nicht ändern. Bringt uns hier einer irgendwie Kohle? Du? Nein. Tja. Man kann auch jetzt nicht hier auf Wirtschaft gehen wie bei Master of Orion. Was uns schon mal helfen würde. So, nächste Runde sieht auch wieder schlecht aus. Puh. Enemy Fleet, ein Pirat. Ah, den kriegen wir, glaube ich, platt. Ja, kein Problem. Das ist ein Asteroidenfeld. Was können wir damit machen? Ach, minus 19. Das ist der leichte Bankrott. Der leichte, langsame Bankrott unseres Empires. Na, kämpfen wir das mal aus hier. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Wir haben Husk gefunden. Das ist da unten, ne? Wenigstens mal deren Reich hier entdeckt. Irgendwann werden wir wieder ins Plus kommen, vielleicht. Faction assimilated, okay. Wir haben uns einfach mit diesen... mit den Schiffsreparaturen übernommen. Ich habe da nicht drauf geachtet und ich lade jetzt auch nicht neu. Das ist halt ein Fail, den wir begangen haben. Ich komme hier halt auch nicht runter von den Kosten. Das heißt, langsam aber sicher wird uns das in den Ruin treiben. Und ich komme auch nicht, und ich weiß nicht, wo wir sehen können, welche Deals wir hier am Start haben. Wenn ich jetzt irgendwie das von denen verlange, ist das natürlich totaler Mumpitz. Das machen die ja nicht. Ja, der Rätsel, der läuft hier durch. Und am Ende kommt auch nichts bei rum.
Ach, diplomatisches Tribut 47,2. Wir haben einige Fehlentscheidungen getroffen, die jetzt nicht mehr rückgängig machen kann. Aber dafür. Lernen wir dann für die nächste Runde. Und wie gesagt, es wird nicht besser, wir kommen hier nicht raus aus dem Minus. Wir haben den Smasher gebaut und das bringt uns noch weiter ins Minus. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal auf Angriff gehen und hier die platt machen. Weil wir können es ja mit der Kohle, die wir haben. Einfach riskieren. Nochmal zwei, die und die zusammen. Bringen wir die dahin. Fünf Runden. Dann lieber nach da. Auch nach da. Research complete. Ja, puh, was bringt's mir? Rein nichts. Kolonisierbar. Click to start. Drei Runden. Mhm. Okay. Ich müsste irgendwas Finanzielles erforschen. Astrofinanzen. Den Planeten auch erforscht. Das System. Ich überziehe jetzt zwar, aber ich möchte eigentlich noch wissen, wie das hier mit unserem Bankrott ausgeht. Event End. The Division. Effects. Okay, ist jetzt beendet. Können wir jetzt eigentlich angreifen hier? Was können wir tun mit der Flotte? Krieg erklären? Das können wir hier nicht. Anscheinend nicht. Dann warten wir mal eine Runde. Komm. Geh wieder ins Fluss. Jetzt haben wir fast alles verramscht. Boiler Room. Minus 10 on Systems. Oh Gott. Minus 8 sind wir nun angekommen. Noch fast im Plus. Oh! Was haben wir denn hier? Da sollten wir mal schnell zurückfliegen, oder? Das Gefühl, die wollen zu uns. Wir sind im Kalten Krieg. Okay. Cool. Production complete. Colonize Swamp.
Und Astrofinanzen haben wir auch abgeschlossen. Schauen wir noch mal, was uns das Ganze bringt. Auf jeden Fall Geld. Geld ist wichtig. Wie lange braucht das? 5 Runden. Boah. So, die ist auch kolonisiert. Astrofinanzen 3 Runden. Tja, vielleicht schaffen wir es ja. Ach, die sind gleich da. Haben die einen Power? Attack 117? Eigentlich nicht. Technologie, Logistics. Irgendwas mit Kohle. Was haben wir hier noch? Science. Ah, okay. Supermarkt. Irgendein Empire wurde eliminated. Sind wir es? Nö. Das Empire von St. Chauvier. Die Vodiani wurden vernichtet. Okay. Sehr kurios. Sind meine Schiffe jetzt da eigentlich? Detektor? Nö. Brauch noch ein bisschen. Ah, noch eine Runde. Ja, der ist noch unassigned. Ich muss hier mal eben meine finanzielle Situation lösen. Och nö, das Drohnennetzwerk ist kaputt. Smoking Gang, Hire Spies, Arrest Spies. Nein, wir wollen sie einsperren. Gibt immerhin plus 10 Happiness. Und Population haben wir gekriegt. Gut. So, liebe Freunde. Ich überziehe maßlos, ich weiß. Die angreifen. Ne, noch nicht. Gucken, wo die hinwollen. Okay, sie wollen weg von uns. Ist ja erstmal nicht schlecht. Okay, dust to dust. Survive the battle, quest has failed. So, politische Umfrage. Oh, das ist aber ausgeglichen hier. 36% Wissenschaftler, 38% Militaristen und 26% Pazifisten. So, ich habe gnadenlos überzogen. Und wir sind pleite. Wir sind hier irgendwie so eine Mittelmacht, die mittellos ist. Und ich befürchte, wir kommen aus dieser Geschichte nicht mehr raus. Weil wir einfach keine Kohle generieren können. Es wäre jetzt relativ easy, wie bei Master of Orion, die Steuern einfach hochzusetzen. Nur das können wir hier nicht. Wir können Steuern nicht hochsetzen, leider. Somit werden wir langsam aber sicher pleite gehen.
Aber ich muss jetzt einfach eine Pause machen, weil es sonst zu lange wird. Einfach, es wird zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht ist die letzte Folge mit den, die nächste Folge auch die letzte mit den Sofons. Dann werden wir uns einer anderen Rasse zuwenden. Und wir haben ja jetzt einiges gelernt. Und dann wird es nochmal ein bisschen anders. Und spannend natürlich. Ist es ja auch jetzt schon. Aber es wird dann ein bisschen spannender. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.